Wir haben jede Menge Leaks für DMZ, dem Extraction Loot Shooter Modus von Call of Duty. Und ich sage euch, wenn nur die Hälfte davon eintritt, dann ist das ein Riesenschritt nach vorne für DMZ. Die Leaks beziehen sich auf Season 3 und darüber hinaus. Und wir bringen sie jetzt in der Reihenfolge, in der sie am wahrscheinlichsten sind, jetzt konkret für Season 3. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr am Ball bleiben wollt für alle News rund um DMZ und Extraction Loot Shootern, lasst gerne ein Abo da. Würde unsere Arbeit sehr erleichtern und ich würde mich sehr freuen. Viele Leaks sind über undichte Quellen bei den Entwicklern durchgesickert und vertrauenswürdige Leute geben diese Informationen dann über Twitter und Co. weiter. Aber im Season 2 Mid-Patch-Update, da sind auch viele Leaks sozusagen im Quellcode entdeckt worden und das sind die interessantesten, weil die sich konkret auf Season 3 beziehen und mit denen fangen wir an. Punkt 1 ist der sogenannte Scavenger. Scavenger ist bekannt als der neue Boss, der in Season 3 kommen könnte. Allerdings ist es so, dass wir jede Menge Voice-Lines gehört haben von Scavenger. Und zwar geht es darum, dass der Scavenger anscheinend einen Handel eingehen möchte mit dem Spieler. Redet zu Sachen wie, gib mir dein Item oder dieses Item ist es nicht wert oder versuch das nächste Mal ein besseres Item zu bringen. Also er scheint hier vor dem Spieler etwas zu wollen, zu verlangen und einen Handel stattzufinden. Das heißt, ob der Scavenger jetzt ein klassischer Boss ist, wie wir es kennen, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Auf der anderen Seite scheint man hier eine Art In-Game-Handelssystem eingeführt zu haben, um irgendwelche Dinge bei diesem Scavenger zu erfüllen. Es geht aber noch weiter in diese Richtung und zwar haben wir ebenfalls Voicelines bekommen von den Fraktionssoldaten. Ich habe übrigens im Livestream so ein bisschen ausführlich darüber erzählt. Ich verlinke euch das Ganze hier oben, wenn euch das interessiert. Da habe ich sehr viele von diesen Voicelines vorgelesen. Jedenfalls geht es darum bei diesen Fraktionssoldiern, dass die ebenfalls solche Voicelines hatten. Und hier geht es auch ganz konkret darum, dass Spieler eingeladen wurden. Komm her, mein Freund, pass auf dich auf. Aber auch so Sachen wie, hier, schau, hier unten liegt der Granatwerfer. Oder komm rein, hier ist eine Buy-Station für dich, greif ruhig zu oder hast du nichts vergessen. Also eine Art Konversation mit Soldaten, das ist das allererste Mal, dass Soldaten nicht einfach blind auf uns schießen, sondern eine irgendeine Art von Kommunikation stattfindet. Aber auch anscheinend aggressivere Kommunikation, so nach dem Motto, verschwinde hier, du hast hier nichts zu suchen. Also sehr, sehr interessant. Da scheint es irgendeine Mechanik zu geben, die sozusagen diese Fraktionssoldaten irgendeine Meinung über dich bilden lässt. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, und zwar die Reputation. Ja, es scheint ein Reputationssystem zu kommen, welches sozusagen den Stand zu den einzelnen Fraktionen bestimmt. Das heißt, steht ihr gut zu einer Fraktion, habt ihr eine hohe Reputation oder steht ihr eher schlecht zu einer Fraktion, habt ihr eine niedrige Reputation. Diese Reputation scheint unabhängig zu sein von den Fraktionen. Das heißt, man kann zum Beispiel mit Black Mouse eine bessere Reputation haben, wie zum Beispiel mit White Legion. Allerdings scheint es so zu sein, dass man alle Fraktionen leveln kann, was die Reputation angeht. Also irgendein System, wo man sozusagen individuelle Reputationsstufen bekommen kann zu den einzelnen Fraktionen. Ein sehr, sehr ähnliches System wie zum Beispiel in Escape from Tarkov, wo man einzelne Händler leveln muss und diese Händler auch eine Reputationsstufe zu euch haben. Und je besser die Reputation ist, desto bessere Items geben sie euch. Wie sich das Ganze jetzt auf das Spiel auswirken könnte, sehen wir am nächsten Leak, und zwar die Faction Sites. Also es scheint auf den Karten in Zukunft Sites zu geben, also irgendwelche Orte, in denen die Fraktionen beheimatet sind. Das heißt, wir werden irgendeine Art Basis haben, wo eine Fraktion vor Ort ist und da werden eben auch diese Faction Soldier drin sein, die euch eben willkommen heißen bei guter Reputation oder vielleicht abweisen bei schlechter Reputation. Und jetzt wird's interessant, weil diese Faction Sites werden also in-game begehbar sein. Gerade als Solospieler interessant. Das erste Mal, dass irgendjemand mal nicht auf euch schießt. Ihr werdet da reingehen, die Leute werden euch verteidigen und ihr werdet dort gewisse Dinge erfüllen können. Also begehbare Fraktionsstätten sozusagen auf der Map. Der nächste Leak bezieht sich jetzt auf diese Sites und zwar sind das sogenannten Barter Contracts. Also in diesen Sites scheint es Computer Terminals zu geben, mit denen man Aufträge annehmen kann. Man sieht, Leaks gehen hier schon sehr ins Detail, also es ist nicht so Larifari, sondern man scheint hier schon sehr konkrete Vorstellungen davon zu haben, was in Season 3 kommen könnte und wie es umgesetzt wird. Diese Computer Terminals geben euch also Aufträge und diese Aufträge nehmt ihr an, zusätzlich zu den Missionen, die ihr aus dem Hauptmenü aufnehmen könnt. Also sogenannte Barter Contracts, die ihr annehmen könnt und bei Erfüllen dann möglicherweise die Reputation verändern könnt. Also das sind möglicherweise die Punkte, mit denen ihre Reputation steigt oder bei Nicht-Erfüllen oder Nicht-Annehmen entsprechend senkt. Sehr, sehr interessant, also sozusagen ein In-Game-System zusätzlich nochmal zu dem Missionssystem aus dem Hauptmenü. Der nächste Leak bezieht sich auf ein weiteres System in diesen Faction-Sites und zwar
die Buy-Stations, und zwar die Faction-Buy-Stations. Also es scheint fraktionsabhängige Buy-Stations zu geben, wo ihr Zugriff bekommt auf Items, die, jetzt wird's interessant, abhängig sind von eurer Reputationsstufe. Also hier wird dieses System aus Tarkov nochmal ein bisschen deutlicher. Das heißt, habt ihr ein gutes Standing zu einer Fraktion und bekommt Zugriff auf die Buy-Station, bekommt ihr in Abhängigkeit von eurer Reputation entsprechend bessere oder schlechtere Items. Das kann man jetzt natürlich beliebig weiterspinnen, dass man zum Beispiel Missionen erfüllen muss, indem man bestimmte Items kriegt, die aber nur bei einer bestimmten Reputation überhaupt erhältlich sind. Also dieses ganze Thema mit Reputation und den Fraktionen und den Sites kann man jetzt beliebig weit spinnen. Mal sehen, was die Entwickler hier vorhaben und mal sehen, was mit den alten Buy-Stations ist, die auf der Karte verteilt sind. Ob die bleiben, ich gehe mal ganz schwer davon aus, ob die verändert werden vielleicht oder ob sie verschwinden, was ich aber nicht glaube. Der nächste Punkt, der aus dem Quellcode herausgelesen wurde, ist das sogenannte Trust-System. Und jetzt ist interessant, weil es wurde gesagt, Faction Reputationssystem, Trust-System. Jetzt ist die Frage, ob sich das Trust-System auf die Fraktionen bezieht, also ob es da zusätzlich zu der Reputation noch ein Trust-System kommen könnte. Was auch immer das bedeutet, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, was das bedeuten könnte. Aber dadurch, dass eben dieses Komma dazwischen steht, könnte es auch sein, dass es heißt Fraktions-Reputationssystem und ein separates Trust-System unabhängig von den Fraktionen. Und jetzt ist es interessant, wenn das nämlich der Fall ist, dann könnte sozusagen das Trust-System sich auf die Spieler beziehen. Also auf das Verhalten der Spieler. Ist ein Spieler vertrauenswürdig? Wie verhält er sich in-game? Killt er seine Kollegen und so weiter und so fort? Hilft er anderen Leuten? Also sozusagen ein Bewertungssystem für Spieler, was sehr, sehr, sehr interessant ist und vielleicht den einen oder anderen dazu bewegen könnte, freundlicher zu sein, mehr zu agieren, In-Game-Voice zu benutzen. Leute, schaltet In-Game-Voice ein. Oder Teams zu bilden und so weiter und so fort. Also sozusagen ein anderes Verhalten an den Tag zu legen. Das natürlich hat natürlich ein Riesenpotenzial, so ein allgemeines Trust-System. Sehr, sehr unklar, ob hier ein allgemeines System gemeint ist oder irgendeine Art von Fraktions-Trust-System. Kommen wir zu einer neuen Map. Jawohl, eine neue Map ist ebenfalls in den Daten geleakt worden. Und zwar haben wir 4 Codewörter. Bezogen auf die einzelnen Maps, die erste oder das erste Codewort nennt sich heißt Cruise. Cruise bezieht sich auf Las Almas. Das zweite Codewort ist Saba. Saba bezieht sich auf Almasra. Das dritte Wort ist Biolab. Biolab bezieht sich auf Building 21, also auf Gebäude 21. Und das vierte Codewort heißt Delta. Und jetzt ist die Frage, auf was bezieht sich Delta? Werden wir in Season 3 eine weitere DMZ-spezifische Map bekommen? Es klingt, es schreit fast danach, wenn das alles so korrekt ist, dass wir eine neue Map kriegen, vielleicht eine kleinere Map nur für DMZ. Oder handelt es sich um was ganz anderes? Hat es irgendwas zu tun mit dem Plunder-Modus, der kommen wird? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall Codewort Delta, und zwar in Zusammenhang auch mit diesen 4 anderen Codewörtern, was ja alles im Endeffekt DMZ-Maps sind. Das könnte ein ganz starker Hinweis darauf sein, dass möglicherweise eine weitere Map kommt in Season 3. Das waren jetzt die spezifischen Leaks, die konkret aus dem Season 2 mit Patch-Update rausgelesen wurden. Kommen wir jetzt zu den unspezifischen Leaks. Aber vorher an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Kanalmitglieder, die diesen Kanal besonders unterstützen. Vielen Dank dafür. Und wenn ich nochmal ganz schnell zusammenfasse an dieser Stelle, dieses neue Reputationssystem, was kommen könnte, könnte das Spiel grundlegend verändern. Wir haben auch den Scavenger, dürfen wir nicht vergessen, ebenfalls irgendeine Art von Bossmechanik und Handelsmechanik, die eingeführt wird, ein Handelssystem, die ersten Schritte eines Handelssystems. Und jetzt verstehen wir auch, warum in Season 3 kein Vibe kommt, dürfen wir auch nicht vergessen. Season 3 vibet nicht, also wir behalten unsere ganzen Missionsfortschritte, wir behalten unsere Items, unsere Schlüssel, so wie es aussieht, dann sehen wir, wie die Patchnotes im Detail aussehen werden. Aber so gehen wir davon aus. Und dieses neue System mit diesem ganzen Handelssystem, Reputation, Trust und so weiter, sorgt natürlich für sehr, sehr viel Content, sodass wir auch gar keinen Vibe brauchen. Das würde absolut erklären, warum dieser Vibe in Season 3 nicht kommt. Und ganz unter uns, diese Veränderungen würden auch Solo-Spieler ein komplett neues Spielerlebnis bieten. Dieser starke Fokus, den wir momentan haben auf PvP, würde sich stark reduzieren. Leute hätten Aufgaben, Ziele zu erfüllen. Wir hätten die Fraktionssites, die Solo-Spiele auch beschützen könnten. Also der Spielfluss würde sich verändern und DMZ als Extraction-Loot-Shooter würde viel mehr Tiefe bekommen, wenn nur die Hälfte davon eintritt. Also ich bin wirklich gespannt. Kommen wir zu den etwas unspezifischeren Leaks, und zwar Punkt Nummer 1, dynamisches Wetter. Ich habe schon mal ein eigenes Video drüber gemacht, ich verlinke euch das hier oben in der Ecke. Das dynamische Wetter wurde bestätigt. Also es ist sozusagen kein Leak, sondern ein bestätigter Leak. Allerdings wissen wir nicht, ob das in Season 3 kommen wird. Dynamisches Wetter bezeichnet ein System, wo wir sozusagen verschiedene Wetter
Zustände haben, also möglicherweise Regen, möglicherweise einen Sandsturm, möglicherweise sogar einen Tag-Nacht-Wechsel, hellere, dunklere Zustände der Map. Und die Frage ist jetzt, ist das ein dynamisches System? Also wird sich das Wetter und der Tag-Nacht-Wechsel in einer Runde verändern? Oder werden wir die Runden bereits als Tag- oder Nacht-Map begehen können und bleibt das Wetter oder eben der Tag-Nacht-Zustand konstant? Werden wir sehen. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich denke, es ist für Season 3 möglicherweise noch ein bisschen zu früh, aber sie haben bereits schon vor Monaten bestätigt, dass sie genau daran arbeiten. Der nächste Punkt ist die persistierende Welt. Wir kennen es aus The Cycle Frontier. Ein Raid sozusagen in The Cycle geht 7 Stunden, meine ich. Und in diesen 7 Stunden kommen und gehen die Spieler. Die Welt dreht sich weiter, der Loot wird aufgefüllt, die KI, die Bots werden aufgefüllt. Und im Endeffekt ist es so, dass ein Spieler, der auf dieser Welt landet, nie genau weiß, wie der Zustand gerade ist, weil die Welt eben weiter lebt und sich weiter dreht. Und es gibt Leaks dazu, dass das ebenfalls in DMZ kommen könnte. Von Activision hat man da so ein paar Daten rauslesen können, die sozusagen ein Patent angemeldet hatten auf so eine persistierende Welt schon vor langer Zeit. Und die Vermutung ist, dass das möglicherweise gedacht ist für DMZ und dass sie ein ähnliches System vorhaben könnten bei Release, wie in Cycle Frontier. Allerdings ist das sicher etwas, was nicht in Season 3 kommt. Also das ist ein ganz, ganz großes Ding. Und sowas könnte ich mir zum Beispiel für den Release bei DMZ vorstellen. Dann ist die Frage nach neuen Missionen. Das sind jetzt keine Leaks, sondern einfach nur eine Frage. Es würde Sinn machen, dass Missionen erweitert werden, ein bisschen abgeändert werden oder neue Missionen dazukommen. Wir werden sehen. Darüber haben wir noch gar keine Informationen. Das bleibt spannend. Und das Letzte ist sozusagen das Unspezifischste. Und zwar John Wick. Viele haben es schon gehört. Ja, John Wick ist angekündigt worden, so als Theme, also als Thema für Season 3. Dieses Bild, was wir hier sehen, ist auf jeden Fall fake. Das ist gar keine Frage, denke ich. Aber dass John Wick trotzdem Thema ist für Season 3, das ist ein hartes Gerücht, was nicht untergeht. Ich bin gespannt, ob das wirklich so sein wird. Einige freuen sich, andere denken, hä, wer ist John Wick? Aber für die, die ihn kennen und diesen Kinofilm aktuell gesehen haben, Teil 4, der ist ja wirklich gut. Ich denke, die werden sich freuen, John Wick auch in DMZ, beziehungsweise in Call of Duty dann sehen zu dürfen. Jede Menge Leaks. Ich freue mich sehr auf alles, was kommt. Halte euch natürlich auf dem Laufenden. An dieser Stelle verabschiede ich mich aber erstmal. Sage Tschüss, auf Wiedersehen und hasta luego.